herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Sonja. Heute starte ich die zweite Harztour. Als erstes ging es jetzt los in Blankenburg. Und von da wandere ich heute ungefähr 8 bis 10 Kilometer bis zur Rappbodetalsperre. Dort ist ein Campingplatz, wo ich dann die Nacht verbringen werde. Und ja, wie es dann weitergeht, seht ihr, wenn ihr euch das Video bis zum Schluss anschaut. Also, bis dahin, viel Spaß! Mein erster Ausblick in die Ferne. Von hier sind es nur noch 4,8 Kilometer bis Wendefurt. Dort ist mein Ziel. Also, weiter geht's. Ja, ich bin ganz erstaunt, dass es jetzt nur noch in Anführungsstrichen 4,8 Kilometer sind. Ich werde auf jeden Fall jetzt demnächst die nächste Bank aufsuchen, dass ich mal eine Pause machen kann, weil zeittechnisch bin ich noch gar nicht so viel gelaufen. Und von daher kann ich mir da auch mal jetzt eine etwas größere Pause gönnen. Ja, jetzt hoffe ich nur noch, dass ich auch eine Bank finde. Ja, wenn man auf so einen Weg stößt, dann muss man natürlich erstmal auf der Karte gucken, ob man überhaupt richtig ist. Ich meine, ich laufe jetzt hier gerade wirklich mitten auf dem Feld. Ja gut, kann man machen. Ich meine, hier ist gemäht. Also zumindest ist es nicht irgendwie kniehoch oder so. Also es ist in Ordnung, hier lang zu laufen, aber so das Wahre ist das jetzt irgendwie auch nicht. Naja, aber Karte sagt hier lang. Also, hier lang. Okay, aber ich muss sagen, hier mit den ganzen Blumen, ich finde das richtig schön. Hier sind so gelbe Blumen, dazwischen sind noch irgendwelche wilden Himbeeren. Und dann läuft man hier einfach jetzt gerade mitten in der Natur. Also das ist doch echt richtig schön. Klar. Ich habe jetzt ja auch eine kurze Hose an und da ist das dann mit den Sträuchern hier ein bisschen doof, weil natürlich auch in den Gräsern Zecken und andere Tiere drin sitzen könnten. Aber ich habe mich ja vorher gut mit Insektenspray eingesprüht, also von daher dürfte das jetzt auch kein Problem sein. Oh je, ich hoffe, ich komme da hinten überhaupt weiter jetzt. Da sieht es ganz dicht aus. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Was mache ich hier schon wieder?
Abenteuerleben, ey. Ja. Guck ich mal, wie weit ich komme. So, geschafft. Ach, schön, herrlich. Also, auf geht's wieder auf einen halbwegs anständigen Weg. Sehr schön. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo lang? Also der Pfeil sagt halt nach links. Ist dann damit der Weg gemeint? Oder der Weg? Ja, in solchen Momenten schaue ich dann natürlich auch nochmal eben schnell auf die Karte. Per GPS zeigt er mir dann ja an, in welche Richtung es geht. Und das ist dann auch ganz schnell gemacht. Kostet zwar ein bisschen Internet und Akku, aber das ist diesmal kein Problem. Weiter geht's. Und quer durchs Beet, die dritte. So, nach ein paar Metern habe ich jetzt gerade beschlossen, dass ich euch mal wieder auf den neuesten Stand bringe. Und zwar habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Ihr habt ja gesehen, ich bin da durchs tiefste Gras gelaufen. Und ja, wie das denn nun mal so ist, war der Weg plötzlich komplett weg. War gar kein Durchkommen mehr. Und ja, dann bin ich Richtung Hauptstraße gelaufen. Und habe jetzt eine alternative Route gefunden. Auf dem kleinen Schild am Bäumlein stand nun das, also war ein Pfeil Richtung Campingplatz. Hat jemand handschriftlich dazu geschrieben. Finde ich super cool. Also wer das gemacht hat, vielen, vielen Dank. Ich bin mega aus der Puste. Die letzten Meter gehen jetzt hier nochmal richtig bergauf. Ich bin gespannt, ob ich nun auf den richtigen Weg bin. So dieses Gefühl zu wissen, man ist jetzt irgendwie gar nicht so mehr auf dem Weg und weiß gar nicht, wo lang es geht, das ist schon echt blöd. So, ich bin wieder unterwegs. Ja, ich bin sehr gut erholt. Die Nacht war richtig gut. Ich habe sehr gut geschlafen und fühle mich jetzt auch wieder richtig fit. Genau, heute stehen ungefähr 6 bis 10 Kilometer an. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel es wird. Aber ich bin richtig gespannt und freue mich auf den Tag. Thank you.
ganz vergessen zu erzählen, wo es überhaupt lang geht heute. Also, ich bin ja gestartet heute auf dem Campingplatz in Wendefurt, also ein Stückchen weiter, direkt an der Rappode-Talsperre. Genau, und von da bin ich dann eine Station mit dem Bus gefahren, zum Stammberghaus, so nennt sich die Station. Und jetzt laufe ich im Prinzip ein Stück an der Radbode entlang und dann geht es weiter Richtung Hasselfelde und dort wird es dann wieder zum Campingplatz gehen. Genau, das einmal dazu, also viel Spaß! Ach, das Leben ist schön. Nee, also mal ganz ehrlich, wenn man den ganzen Tag nur stumm und alleine durch die Gegend läuft, dann ist doch auch irgendwann langweilig, oder? Also vor allem, man vereinsamt doch. Weiß nicht. Also ich finde es richtig cool, alleine unterwegs zu sein. Und man kommt so in Gedanken und fährt auch komplett runter und so. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man wirklich über Tage alleine ist. So mitten in der Natur. Ist doch nochmal was anderes, weil ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber man freut sich dann doch, andere Leute zu sehen und auf andere Leute zu treffen und sich mit denen zu unterhalten. Und gerade dann auch, wenn man dann am Campingplatz angekommen ist, sich mit anderen Campern zu unterhalten und so Leute, die auch dasselbe tun wie man selbst. Und wenn man sich dann austauschen kann, das ist echt schön. So. Jetzt komme ich hier auch gerade wieder an dem See vorbei. Das müsste eigentlich auch direkt schon die Rappode sein. Echt schön hier, muss ich sagen. Eine kurze Pause. Und wenn man keine Bank findet, findet man im Harz immer irgendwelche Baumstämme, die man nehmen kann. So, Zeltplatz 2 Kilometer. Hört sich doch gut an. Ich kann auch nicht mehr heute.